Hallo Leute und schön, dass wir hier mit dabei seid bei Minecraft. Gut, ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht. Und zwar haben wir hier unsere Anlage. Das mit dem Pyrophium haben wir erklärt. Wenn das leer ist, schaltet er ab. Das läuft ja. Der hier auch. Problem ist, wir brauchen Cobblestone. So, wenn ich jetzt mal hier reingucke, wir haben 45 Cobblestone, also viel zu wenig. Und das ist ein Problem. Und deswegen werden wir uns jetzt mal einen Draw bauen. Und zwar. Nee, dann nehmen wir normales Draw. Das Basic Draw nehmen wir da. Und das klatschen wir jetzt irgendwo hin dann, mit dem wir dann Cobblestone haben. Und da bin ich gerade überlegen. Der arbeitet ja. Gut, läuft. Das läuft nicht so gut. Das ist ziemlich langsam, würde ich mal behaupten. Wie gesagt, den anderen Maschinen. Vielleicht sollte man da was machen. Also langsam ist er auch nicht, aber der ist halt schnell. Mal gucken, vielleicht wenn wir den noch ein bisschen umbauen. Wir brauchen ja hier hinten noch Cobblestone. Aber Cobblestone brauchen wir generell auch. Deswegen würde ich irgendwo so eine Cobblestone-Maschine hinbauen wollen. Dass wir da immer genug Cobblestone auf der Seite haben. Das haben wir ja relativ kompakt gebaut. Das passt hier unten mal Strom. Die werden wir dann eh öfters brauchen. Also wir können den ja rüberziehen dann, wenn wir brauchen. Hier hinten haben wir auch irgendwo noch Stromleitung, oder? Ja. Ja, ein Konnektor. Gut, Cobblestone haben wir ja. Was wir jetzt zum Beispiel nicht haben, nicht mehr so viel haben, ist Sand. Der jetzt kein Sand mehr hat. Ich meine, der hat echt kein Sand mehr. Wenn wir mal warten, bis er alles hier reinpackt. Mach den noch fertig und dann nehme ich den Sand weg. Was macht er dann? Der Kompaktor, der fertig sein. Genau, er packt ihn rein, aber er macht nicht. Das heißt, er braucht Sand. Ohne Sand arbeitet er gar nicht. Gut, das ist gut zu wissen schon mal. Der dann wenigstens aufhört. Mal Sand. Ja, diese Schlacke haben wir halt natürlich auch an Mann. Aber wie gesagt, bauen wir mal Cobblestone-Maschine. Das wird jetzt interessant, wie wir das am besten bauen. Mal hier ein paar Pipes wieder hier hin klatschen. 600. Und das. Denn zu ein Cobblestone-Dings müssen wir uns überlegen, wo wir den hinbauen. Eindeutig ist es ja egal. Ist ja nur ein Draw. Aber es sollte vielleicht irgendwo hinpassen noch. Einrichterisch? Ja, können wir machen. Machen wir so, ne? Weil hier ist ja nicht zu tragisch. Wir machen hier. Dazu. Dann hier den Basic Draw. ja, das geht sich nicht aus. Weil wir das ja. Weil das hier wirklich nur 3x3 ist. Okay. Sonst müsst ihr ihn hier hinbauen. Ja, eigentlich auch egal. 1, 2, 3. Genau, dann machen wir es so. Draw. 2 noch. So, dann bauen wir hier einfach Draws hin, aber dann schaut das hier scheiße aus. Alles doof, alles doof. Gefällt mir nicht. Und so kann ich nicht, weil ich hier hinten nicht connecten kann, weil hier das Terminal ist und das kann ich auch nicht umbauen. Das heißt, bleibt uns nichts anderes übrig, als wie das so zu lassen. Hier natürlich auch nicht. Könnte das eigentlich, wenn ich kann, würde ich hier oben eine Reihe machen. Bitte keinen stören. Kein Mensch würde das stören. Auch den da. Okay, dann mache ich einfach nur so. Zack, einfach hier oben hin. Warte. Was aber dann auch wieder. Nein, gibt keine Probleme. Gut. Wir haben ja draußen irgendwo mal vor langer Zeit eine. So, nee, das war nicht hier. Das war ja hier draußen. Ja, das war. Da kommt es zur Produktion.
Ja, mal entleeren, dann kann der weitermachen. Der hat no match. Also dann müssen wir Mash machen. Da wieder was zu tun hat. Dann das da. Damit er wieder weiterarbeiten kann hier draußen. Kriegst du hier Mesh rein. Und dann werde ich hier dir das wegnehmen, Freundin. Auch wenn es dir vielleicht nicht gefällt. Aber wir müssen die Anlage da draußen ist sowieso schön langsam abbauen. Deswegen würden wir jetzt immer das und das wegnehmen. Und das nehme ich dir weg. Zack. Gut, du hast eh genug Cobblestone hier noch zum Arbeiten, glaub mir. Du hast hier jede Menge noch zu tun. Denn diese Cobblestone-Maschine hier bauen wir dann jetzt dort hinten rein. Dafür brauchen wir aber noch Transferpipes. Das Modul haben wir. Geschwindigkeit ist egal, ist nicht so wichtig. Das brauchen wir. Und wir brauchen dann noch einen Storage-Pass. Gut, wir brauchen hier mal kurz einen Eingang rein. Dann brauchen wir hier natürlich irgendwo Lava und so ein Gedöns. Das könnten wir eigentlich hier hinbauen. Brauchen wir hier der Eingang, aber das wäre egal. Das heißt, hier unten. Oh, ein Kabel. Solange wir das Kabel nicht zerstören, wäre es egal. Wenn wir das Kabel zerstören, haben wir ein Problem. Cobblestone brauche ich. Genau, das habe ich mir eigentlich gedacht. Ach Gott. Ich dachte noch, ach, es wird eh runterfließen, aber. Ja, mal typisch. Man denkt sich etwas, aber macht es dann trotzdem, weil man weiß. Man denkt nicht wirklich nach. Man weiß, dass es ein Problem gibt, wenn man das macht, aber man ignoriert. Hier die Lava rein. Dann die Transfernode drauf. Upgrade rein. Und Pipes hier angeschlossen. Und fertig. Und schon haben wir hier drin dann immer Cobblestone. Für Ewigkeit. Und wenn hier unten kein Cobblestone gibt, also wenn die voll ist, gibt es halt kein Cobblestone unten mehr. Das ist jetzt dann 32 Stacks mal 1. Das heißt, da bleiben nur 32 Kinder nur rein, oder was? Nee, oder? Mal kurz gucken. 32. Original, nur 32. Nee, das passt nicht. Wir brauchen dann. Emerald ist immer gut. Das kommt immer gut an. Ist das größte, aber wir brauchen ja auch Stein ein bisschen. Das ist es ja nicht. Guck mal, 416 mal 13. Okay. Da können wir natürlich unten auch noch eins hinklatschen. Oben kommst du und was anderes. Hier mal geguckt. Gut. Also er hat aufgehört, weil wir kein Pyrofirma haben. Gut, gut, gut. Das gefällt mir. Wir müssen mal gucken, dass wir immer die ganzen Sachen haben. Ich denke mal, das sollte aber nicht das Problem sein. Muss ein bisschen da Kohle, glaube ich, durchmachen. Genau. Vierundsechzig. Dann gehen wir das mal rein. Hier rein. Dann hat das schon zu tun. Mal gucken, kommen wir da an die Kiste ran? Ja. Haben wir jetzt? Ah doch, hier haben wir. Ich würde sagen, haben wir keinen Überschuss, aber wir haben ja Überschuss. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja gerade jetzt noch rausgenommen. Das ist das nächste. Gut, der arbeitet jetzt. Jetzt hat er schon ein Stack. Was wir jetzt brauchen, ist rein theoretisch ein Storage Bus. Ich könnte ja mal. Also hier unten kann ich nichts rein tun, oder? Wie schaut es da unten aus? Nee, weil da ist die Lava. Ich könnte schon. Wäre schon machbar. Nein, machen wir nicht. So. Bin gerade überlegen, wenn wir das so machen. Ja, geht schon. Haben wir auf alle Fälle immer Cobblestone. Immer. Ja, wir brauchen einen Storage Pass. Bringt nichts. Storage Pass. Okay, anscheinend doch nicht. Wie heißt denn das da dann? External Storage, so heißt es. Water? External Storage heißt das Typ. Also wir brauchen den roten, dafür brauchen wir Basic und den. Was haben wir?
Dann bauen wir den noch, das wir auch haben. Und dann können wir craften. Perfekt. Und dann brauchen wir noch Kabel. Haben wir auch. Und jetzt gucken wir mal, wir haben Cobblestone nix gerade. Können wir da oben mal rein tun. Können wir jetzt mal hier hinten rein switchen und dann mal umbauen hier innen. Nein. Natürlich nur eins reicht. Mal hier oben frei machen. External Storage hier drauf. Wenn ich nicht gerade jetzt. Scheiße. Dings in der Hand habe. Und dann können wir hier, ich glaube, irgendwas sagen. Priorität können wir auf 1 setzen. 0, voll, keine Ahnung. Und dann hier die Kabel gelegt. Ach, so. So. Und jetzt, wenn wir hier schauen, haben wir vor allem 333 Kabel. Geil, oder? Und was wir jetzt noch brauchen, ist ein Level-Emitter. Level. Level. Emitter? Nee. Emitter? Emitter? Nein. Doppel-M. Gut, wie heißt das jetzt? Das ist jetzt wieder natürlich so eine Sache. Alles uns über nein. Gibt es das überhaupt? Detektor gibt es, aber das ist nicht das, was ich will, glaube ich, oder? Hoffe nicht. Das. Und das. Ich weiß gar nicht, was der Detektor genau macht. Ah doch, okay, das ist doch das. Schaut ein bisschen komisch aus, aber ist. So, den hier hin. Ein Kabel hier hin. Damit er verbunden ist. Dann sagen wir Cobblestone. Weil was macht der? Immer Redstone. Gibt ein Redstone-Signal aus. So, jetzt mal gucken. Type Item. Emit das Signal, wenn. Und Mount, wenn er boof, wenn größer ist wie klar, ist genau. Das ist egal, das braucht er nicht. Okay. Das heißt, da müsste jetzt ja rein theoretisch aufhören. Jetzt mal gucken. Wir haben jetzt zum Beispiel 400 drin. Das heißt, sagen wir, das sind 6 Stacks. 400. Sagen wir, wenn größer als wie 800. Somit sollten wir immer 800 Cobblestone in unserem Lager haben. Und wenn wir 800 Cobblestone da oben drin haben, schaltet er aus. Das heißt, er lässt hier nichts mehr produzieren. Vorteil ist, wir haben hier ein bisschen Spatze und alles Cobblestone, was wir hier haben, wandert immer oben hin. Weil wir hier sagen, Priorität 1. Was heißt das? Also wir kriegen 26.000 hier rein? Nee, oder? Glaube nicht, oder? Dann lassen wir mal laufen. Wir haben ja jetzt schon mal eingestellt ein bisschen was. Das heißt, so haben wir schon das gemacht, dass wir nicht zu viel Kopfstück kriegen. Dass immer ein bisschen da ist. Und den wieder weg. Den wieder weg. Den wieder weg. Die Zerbuckets weg. So. Der hier hat zu tun, oder? Läuft. Gut, der hat natürlich mehr zu tun, mehr als wie er kann, was natürlich doof ist. Weil, wenn der nicht nachkommt, kriegen wir auch keinen Redstone. Auch doof. Ja, 27. Hier unten ist nichts. Das heißt, er kommt einfach nicht nach. Bin zerlegen. Also müssen wir uns was überlegen. Crafting Station? Nee. Auto Crafting Band gibt's auch. Und Crafting Table natürlich nicht. Was waren da mit diesen Super Crafting Frames? Ich weiß es nicht mehr. Das war ja, ich glaube, gar nicht mal so schlecht. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der Mod funktioniert hat. Ey. Crafting Card. Crafting Station. Ey. Bum, 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 bum. Cooking Table, nee, Craft. Ja, da gibt es ja verschiedenste. Und zwar
haben wir ja hier einen Crafter von. Du bist nie, den Mod haben wir wieder nicht drauf. Red Colored Blocks haben wir auch drauf. Den Mechanical Crafter. Analog Mechanical. Was macht der Mechanical Crafter besser als der andere? Gucken wir mal. Ist der vielleicht schneller? Okay. Das ist halt die Frage, wie schnell kraftet der, gell? Und da ist die Frage, nimmt der das als Input oder als Output? Können Sie einfach mal testen, dann wissen wir es. Indem wir. Hoppala. Wollte nicht durchswitchen, sondern ich wollte das rausnehmen. Den mal wegbauen. Hier den Klatsch nochmal gucken, was er macht. Einwerfen. So, das ist das sein Rezept. Das nimmt er raus. Insert in Extract. Das heißt, wir könnten den Filter setzen, dass er nur das eine extrahieren darf, aber ist auch doof, oder? Irgendwie finde ich schon, aber okay, man weiß es ja nicht. Haben wir einen Hopper? Doch, Hammer. So, das war die Zeit, ist eigentlich auch schon um, aber ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt mal sagen: Extract das und dann nur das. Gut, jetzt scheint es besser zu funktionieren. So, nur gucken. Der macht nichts mehr, weil der nichts macht. Und warum macht der nichts? Weil er kein Cobblestone hat. Okay. Dann kriegst du mal gleich Cobblestone. So. Zack. Damit du wieder was machst. So. Zwei Blöcke. Mal gucken, ob der jetzt was macht. Müsste ja rein theoretisch dann gleich was machen. Ein Block müsste er immer kriegen. Okay. Zwei Blöcke. Macht Redstone draus. Zack. Perfekt. So um einige schnell, wie man sieht. Läuft. Gefällt mir schon besser. Ich weiß gar nicht, ob der Grid Power braucht oder nicht. Aber vor allem erst läuft mal besser. So. Dann brauchen wir auch wieder. Bin ich jetzt. Heißt. Sand. Auch wieder hinten rein, klatschen in die Kiste. Gut. Das heißt, das läuft mal. Der ist jetzt auch um einige schnell. Ja, auf alle Fälle. Gut. Dann passt. Dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, Leute.